playing very well, I think. Playing very aggressive, great shots, even from difficult positions. He was able to produce amazing shots. So nothing to say, just well done to him. Oh, what a finish. Herzlich willkommen zu diesem Video und Teil 2 zum Thema Prozenttennis. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was hat das mentale Tennisspiel mit Statistik zu tun. Und heute schauen wir uns an, was Statistik mit deinem taktischen Spiel zu tun hat. Wie du mehr Punkte machen kannst, mehr Siege einfahren kannst, indem du bessere Entscheidungen triffst, den Ball an den richtigen Stellen platzierst und somit mehr Punkte machst als der Gegner. Falls du das Video von letzter Woche nicht gesehen hast, kannst du jetzt nach diesem Video dieses Video hier oben anschauen und kannst dir mal ein negatives Beispiel anschauen, auf das wir da eingehen, und kannst dir anschauen, was du nicht machen solltest. Wenn wir über Prozenttennis kombiniert mit taktischem Tennisspiel reden, dann reden wir über einmal die Platzierung auf dem Platz, das heißt, wo platzierst du den Ball hin, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit den Punkt machst. Und der zweite Punkt ist das Thema Risiko. Wann gehst du jetzt viel Risiko? Wann gehst du wenig Risiko? Wie gesagt, letzte Woche haben wir uns da schon ein Beispiel angeschaut. Anstatt den flachen Longline-Ball zu wählen, hätte da der Sebastian eher den hohen Topspin-Ball wählen sollen. Und das sind eben so Entscheidungen, die dann zu Sieg oder Niederlage in einem Match führen können. Jetzt stellst du dir sicher die Frage, ja, wo spiele ich denn den Ball hin, um mit hoher Wahrscheinlichkeit den Punkt zu machen und vor allem im Clubspielertennis mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht den Fehler zu machen? Die Antwort ist ganz leicht. Es gibt zwei Zielzonen, von mir aus auch eine zusammengefasste Zielzone. Die befindet sich ein paar Zentimeter hinter der T-Linie und weit weg von den Seitenauslinien und von der Grundlinie. Das ist die Zielzone, wo du im Ballwechsel die Bälle reinspielen solltest. Und hier geht es jetzt darum, dass du verstehst, dass diese Zielzone dir maximale Sicherheit bietet und gleichzeitig keine Angriffsfläche. Würdest du mit dem nächsten Ball zu kurz werden im T-Feld, ergibt sich natürlich eine ganz andere Situation. Als ich das damals gemerkt habe, dass hier die Zielzone ist, wo selbst die Profis reinspielen, selbst ein Federer, selbst ein Djokovic, ein Nadal, wie sie alle heißen, sind mir fast die Augen ausgefallen, weil ich dachte immer, die Spieler suchen sofort die Linien. Aber im Gegenteil, selbst der Return, aber auch die Schläge danach sind meistens so aufgebaut, dass der Spieler maximale Sicherheit sucht und erst im nächsten Schritt im Risiko dann versucht, den Punkt aggressiv oder eben auf eine andere Art und Weise abzuschließen. Was für dich jetzt wichtig ist, versuche im nächsten Training, im nächsten Trainingsmatch, vielleicht noch nicht gleich im Match, das ist ein bisschen schwierig, sondern erst im Training, das umzusetzen. Versuch länger als T-Linie zu spielen, versuch einmal die linke Zielzone anzusteuern und einmal die rechte. Ganz ehrlich, es ist relativ egal, ob du die linke öfters ansteuerst oder die rechte oder ob du da abwechselst. Probier dich einfach aus. Natürlich gibt es hier Spielzüge, natürlich macht es Sinn, in manchen Situationen die oder die Spielzone anzuspielen, je nachdem, wo die Schwäche auch des Gegners liegt. Aber probier einfach mal aus. Meine Erfahrung hat gezeigt, bei mir selbst, aber auch bei den Schülern, die ich coache, dass über das Ausprobieren sehr viel funktioniert. Wenn du dir erstmal grafisch vorstellen kannst, visualisieren kannst, wo diese Zielzone ist, wirst du sehr, sehr viel Erfolg damit haben und weniger Fehler machen. Playing very well, I think. Playing very aggressive. Great shots, even from difficult positions. He was able to produce amazing shots. So nothing to say, just well done to him. Oh, what a finish. Das war ein Ausschnitt von Rafael Nadal kurz nach dem Match gegen Dominic Thiem 2020 bei den Australian Open. Und er sagt übersetzt, selbst in schwierigen Situationen hat der Dominic Thiem es geschafft, den Punkt zu machen. Und hier ist mir ganz wichtig, dass das ein Rafael Nadal anerkennt, weil diese Spieler auf absolutem Top-Niveau spielen. Und wenn du das Video von letzter Woche gesehen hast, dann siehst du, was passiert, wenn du als Clubspieler versuchst, in einer schwierigen Situation den Punkt zu machen, wie der Sebastian das letzte Woche gemacht hat. Dann funktioniert das meistens nicht, weil es einfach zu schwierig ist. Also hier bitte aufpassen und immer verstehen, ob du dich gerade in der Defensive befindest oder in der Offensive. Und wenn der Gegner dich in eine schwierige Situation, so wie es der Rafael Nadal gerade erklärt hat, bringt, dann bitte auf jeden Fall nicht versuchen, den Punkt zu machen, sondern versuchen, diese Zielzonen, die wir gerade besprochen haben, anzusteuern. Lass uns jetzt mal ein Beispiel anschauen von einem Spieler, der das sehr gut gemacht hat. Beide Spieler spielen ein super Tempo und vor allem die Zielzonen spielen beide sehr gut an. Der Spieler auf der anderen Seite mit der weißen Cappy
macht jetzt gleich die richtige Entscheidung, trifft die richtige Risikoentscheidung, weil er merkt, dass der Gegner ihm jetzt wieder auf die Vorhand spielen wird und geht an die Linien und bringt den Gegner unter Druck. Leider trifft er jetzt die falsche Entscheidung und anstatt auf die schwächere Seite, auf die Rückhand und nah an die Linie zu spielen, spielt er dem Gegner in die Vorhand und verliert den Punkt. Hey Champion, und kurz vorm Abschluss noch eine Sache. Ich weiß, ganz viele schauen sich hier diese Videos auf YouTube von mir an, weil sie es leid sind, nur die Technik Woche für Woche zu optimieren und auch merken, irgendwie kommen sie nicht weiter oder vielleicht macht es auch keinen Spaß. Also wenn du wirklich besser werden willst, mehr Spiele gewinnen willst, dann ist dieses Thema Prozenttennis kombiniert mit Taktik genau das Richtige, aber natürlich auch mit dem Mentalen. Ist ja eh mein Lieblingsthema, der Kopf. Ja, wer mich schon länger verfolgt, der weiß das, dass ich ganz viel davon halte, auch mental zu trainieren, nicht nur Technik. Und ich kann dir versprechen, dass wenn du das hier machst, was ich dir im Video gezeigt habe und dich damit auch beschäftigst, dann wirst du auf jeden Fall mehr Spiele gewinnen. Wenn du eine Frage hast, wie immer, schreib mir gerne an markus@backupcoach.de. Das war das Video für diese Woche zum Thema Prozenttennis Teil 2. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir gefallen hat und lass unbedingt den Like da, das hilft uns hier zu wachsen. Der YouTube-Algorithmus liebt das, wenn Likes und neue Abonnenten dazukommen und dadurch macht es mir und uns auch Spaß, immer wieder neue Videos zu produzieren. Wir sehen uns nächste Woche, immer Donnerstag um 18 Uhr gibt es jetzt ein neues Video. Ich freue mich drauf. Bis dann, dein Markus. Ciao.